Jawohl, jawohl, jawohl. Die Queen muss sterben. Yes! Und jetzt der Wutzauber. 33% höhere Angriffsgeschwindigkeit. Geil! Komm, es... Oh mein Gott, nein! Zwar jetzt, die 33% sind ja der Wahnsinn. Aber ob es besser oder schlechter ist, müssen wir rausfinden. Hey Leute, das neue Clash Royale Update ist draußen und wir haben besonders eine große Änderung. Denn der Ballon wird es 33% schneller angreifen und dafür 33% weniger Schaden machen. Also er greift sehr schnell an und dafür weniger Schaden. Genau das werden wir uns heute anschauen. Haben dazu noch den Holzfäller mit dem Wutzauber-Effekt. Und das hier ist aktuell das stärkste Ballon-Deck und auch das meistgehasste Deck im Spiel übrigens. Haben die meisten Spieler angegeben als ihr Hass-Deck. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Dabei können wir wieder bis zu 1100 Karten gewinnen. Die größte Truhe im Spiel. In der großen Herausforderung mit jedem Sieg bekommen wir mehr Gold und mehr Karten. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und an der Stelle natürlich wie immer vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich mit meinem Creator-Code unterstützt. Jonas, ganz unten im Shop, wenn euch mein Content gefällt. Und ich würde sagen, auf geht's und viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir werden die Balance-Stages testen. Wir haben den neuen Ballon. 33% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Der macht dafür 33% weniger Schaden. Aber greift jetzt auch sauschnell an. Okay, also erstes Game. Wir spielen gegen Picklitz. Ich glaube, gegen Picklitz sind wir eigentlich ziemlich stark sogar, oder? So viel Schaden kann sie mir nicht. Das passt erstmal. Let's go. Oh nee, der spielt dieses Erdbeben-Deck. Aber die Kanone ist aus dem Cycle. Der hat nicht so viel gegen Loon. Was bedeutet, Leute? Ich würde sagen. Nein, was ein Timing. Er hat ausgerechnet die Queen nach hinten gesetzt. Kacke. Wir sind da schon drin. Wir müssen es rein. Wir werden auf jeden Fall gleich frosten. Wir müssen es frosten. Komm. Es. Oh mein Gott, nein. Zwei Hits. Drei. Nee, ist schade. Es war sehr, ich weiß, es war vielleicht sehr dumm. Ja, okay, es war auch sehr dumm, war viel zu offensiv, kacke. Ich hätte nicht frosten sollen, der Holzfäller hätte überleben müssen. Ich habe übel verkackt, kacke. Okay, setzen wir auf jeden Fall noch einen Bowler ein, das wird zumindest... Oh je, hoffentlich können wir es auch gerade biegen im ersten Game, das war ja gar nichts. Aber unterhaltsam war der Loon auf jeden Fall. Wir cyclen jetzt tatsächlich ein Barbarenfass auf die andere Lane. Wenn er halt seine Queen raussetzen würde, ist das besser perfekt, das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ne? Ich will, dass er seine Queen am besten raussetzt, da würde ich einfach direkt mit riesen Loon pushen, okay. Und wir werden jetzt mit dem Loon auf die andere Lane reingehen. Haben den Frost bereit? Und diesmal muss der Frost sitzen, diesmal muss der Frost sitzen. Jawohl, jawohl, jawohl. Die Queen muss sterben. Yes! Und jetzt der Wutzauber. 33% höhere Angriffsgeschwindigkeit. Seht euch das an. Geil! Okay, wir liegen trotzdem noch... Ne, wir liegen sogar vorne jetzt. Geil, perfekt. Wir liegen trotzdem aber nur knapp vorne natürlich. Aber, ja. So, der Border wird jetzt eigentlich alles abfallen. Ich glaube, bei Bahnfass können wir uns sogar sparen. Jetzt können wir reingehen. So, jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt können wir hier kurz abwarten. Und können jetzt hier einen richtig guten Frost raushauen. Ja, die Kanone steht aber halt noch, ne, das nervt. Komm, ein Hit. Nein, kacke. Da blockt er. Die Queen ist aber noch gestorben, das ist sehr gut für uns. Der Loon kriegt leider keinen Hit raus, aber ist in Ordnung. Der E-Treffer hilft noch mit, sehr gut. Es wird ein spannendes erstes Game werden, Leute. Ich hoffe, das ist klar. Ja, er kann halt echt günstig verteidigen, das nervt. Aber hier ist, würde ich sagen, Zeit für einen richtig guten Frost, oder? Ja, zack, let's go. Der muss sein. Wir haben nur den Turm nicht getroffen, aber ich wollte auch auf einmal die Queen... Oh, der Feuergeist wird auch noch getroffen, vielleicht? Nee, kein Hit, kacke. Und wir können auch noch entspannt die Queen zünden. Bring ich schon mal einen Bowler rein. Sehr gutes Timing, so muss das so. Diesmal gehen wir auf Safe und bringen noch einen Nado einfach. Dann müsste es eigentlich passen. Wir bringen am besten auch noch einen Bahnfass rein, einfach einen Safe. Das war jetzt nicht egal. Für die Queen. Oder wir forsten es hier, komm, egal. Let's go, wir haben ihn. Und jetzt ziehen wir die Queen nochmal schnell weg. Das wäre jetzt ganz wichtig, dass ihr vielleicht umfokust. Jawohl. Ey, geiles erstes Spiel. Die 33% sind ja der Wahnsinn. Aber ob es besser oder schlechter ist, müssen wir rausfinden. Okay, Leute, next game. Wir werden heute in der Grand Challenge reingrinden. Ziel ist natürlich im besten Fall 12 Siege zu holen. Das wäre die größte Truhe im Spiel. 1100 Karten. Das Deck ist gut. Das Deck ist wirklich gut. Oh mein Gott. Aber man muss natürlich auch wahrscheinlich damit spielen können. Perfekt. Oh je. Was ist das denn? Jetzt erwickt ein Minipacker an die Brücke. Okay. Wir sollten normalerweise den King aktivieren können, oder? Yes! Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Wie regeln wir es am besten? Ich würde sagen, wir bringen jetzt echt da einen Bowler drauf. Dass uns hier die Feuergeistwellen erstmal ganz gut finden. Wir gehen jetzt einfach rein. Was ist das denn? Ey, komm, kein Spiegel. Was soll das denn jetzt? Das kostet ein Elixier. Der hat, jetzt kein Elixier mehr. Wir müssen gar nicht frosten, der hat kein Elixier. Der hat auf der linken Seite, auf der rechten Seite noch Bats und die Prinzessin gebracht. Das ist absolut perfekt für uns gewesen. Jetzt kommen wir hier in den Fernen. Der Ofen ist auch noch weg. Und schaut euch diese Geschwindigkeit einfach an vom Ballon. Und noch ein Hit am Turm. Krass. Stopp mal, können wir jetzt nicht einfach einfrieren hier? Wie geil. Alter, zweites Spiel läuft, muss ich wirklich sagen. Wir haben beide Türme. Eigentlich klar, okay. Er wird zumindest, denke ich, keinen Iwus spielen. Das wird uns, glaube ich, sehr weiterhelfen. Also, wenn du Italiener bist, dann natürlich, klar, direkt. Das war übel schlecht von dem WTF. Sekunde mal. Das ist übel jetzt die Chance für uns. WTF. Das war übel der schlechte Friedhof. Er schreibt auf Ups. Let's go. Frost aufheben. Und frosten wir. Let's go. Die Queen ist nämlich total machtlos, wenn die eingefroren ist. Dann kann sie ihre Fähigkeit nicht zünden. Guter Schneeball, der Inferno... Die Queen ist nicht auf dem Inferno drin. Eventuell. Das sieht gut aus. Inferno hinten, wir gehen eher jetzt einfach auf Defensive. Und wenn wir gedefft haben, können wir uns normalerweise hoffentlich entspannt den Turm holen. Ich
Dabei kann es nicht so leicht deffen. Mal schauen. Ich habe gerade nichts zum Cycle, leider. Was ist das denn jetzt? Ich habe schon befürchtet, dass jetzt irgend so ein komischer Play kommt. Es sieht dumm aus, ich glaube, der Frost war sogar ziemlich on point, ganz ehrlich. Wenn wir jetzt die Queen... Jawohl, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn da genau das passieren würde, das ist halt optimal. Und das soll es für ihn gewesen sein, es passt auf den Doom gleich auf. Aber eventuell kann er da sogar noch was machen, mal schauen. Bringt nochmal einen Bowler einfach auf Safe rein. Und Frosten hier gleich, den sollten wir es haben. Dann sollten wir es wirklich haben. Warten nochmal ein bisschen ab am besten wegen den Skellies. Oh, der Frost sollte uns hoffentlich retten. Eine Sekunde. Oh, okay, war knapp, als ich dachte. Aber wir wären auch im King Tower dran gewesen, also. Er konnte es halt auch nur so gut uns unter Druck setzen, weil er eben auch nicht verteidigt hat. Das heißt, er hätte den Turm geholt. Also er hätte auch eine Chance gehabt, den Turm zu holen. Aber wir wären auch im King Tower dran gewesen. Der Ballon greift jetzt 33% schneller an, aber macht 33% weniger Schaden. Das bedeutet, wenn ihr nur einen Hit rausbekommt, dann macht ihr weniger Schaden. Aber wenn ihr jetzt, aber ihr bekommt dafür den zweiten Hit schneller raus. Wisst ihr, was ich meine? Also es kommt halt so drauf an. Ich würde tendenziell eher sagen, vom Gefühl, dass es ein Nerf ist, aber ja. Wir stehen 13-0. Auf geht's. Geil. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Update, weil der Ballon ist nicht mehr so lackabhängig, wisst ihr? Wenn man diesen einen Ballon-Hit reinbekommt, dann kann es ein ganzes Spiel entscheiden. Das ist jetzt nicht mehr ganz so entscheidend. Aber wenn ihr ihn dafür dran habt, könnt ihr weiterhin genauso viel Schaden machen. Das also pro Sekunde. Ich finde es ein richtig geiles Update. Wir gehen rein über die andere Lane. Der Grabstein war ziemlich komisch geplaced. Da können wir direkt reingehen. Das passt. Oh, der Frost haut anders rein. Hallo. Wird wahrscheinlich jetzt einen Nado bringen, soll er aber halt machen. Ich hab keinen Nado, okay. Der Fernschritt kam ein bisschen spät. Ich habe ein bisschen gepennt, bin ich ehrlich. Da waren fast ist hoffentlich gut getimed, genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Nado. Und wir haben es einigermaßen gedefft, aber ich habe ein bisschen gepennt mit dem Inferno drin, habt ihr vielleicht gesehen. Ich habe irgendwie nicht kurz. Ich habe erst nicht realisiert, was der gerade macht. Da war es irgendwie schon zu spät fast. Das ist schlecht von ihm, auf jeden Fall. Da gibt's einen Holzfiller. Ah, der war nicht gut, der war nicht gut. Der wird es trotzdem tanken. Auf jeden Fall noch ein Bowler. Ich hoffe, der wird das einigermaßen tanken. Der Bowler hat einen sehr, sehr guten Job. Let's go. Aber die... 10 Sekunden. Ich sollte es, glaube ich, haben. Aber ja, okay. Souveräne Defense sieht auf jeden Fall anders aus. Aber wir haben das. Geil. Alles richtig gemacht. Der Grafstein war halt Fail von ihm. Aber es war lucky. Danke an Mr. Sloppy fürs Abo. 14-0. 4000 Gold, 130 Karten. Dem nächsten Sieg schon 55 Karten extra. Dann haben wir schon fast 200 in der Kiste. Gegner startet mit dem Loon an die Brücke. Also, ja. Lassen wir mal so stehen. Wir warten, ich hätte jetzt auch einen Holzhäder dazu bringen können, aber ich lasse es mal. Komm, er muss jetzt irgendwas setzen eigentlich. Wir bringen mal BTF. Das ist jetzt übel die... Ha! Er hat den komplett verkackt. Er muss auch... Er schreibt auch Ups. Jetzt, was der King Tower an ist. Oh. Geil. Der wird dann dasselbe Deck wie wir spielen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn er jetzt noch den Inferno Token bringt, dann bin ich happy. Man muss eigentlich wissen, dass ich einen Bowler spiele. Bringt aber einfach die andere rein. Jawohl. Jawohl, Leute. Und dann schneller... Ja, kann, aber lohnt sich auf jeden Fall trotzdem noch. Der lohnt sich auf jeden Fall trotzdem noch. Frosten wir. Ich weiß nicht, ob es der Frost wert war. Ja, der war schon ein bisschen aggressiv. Ne? Der Frost war, glaube ich, ein bisschen too much, aber egal. Oh, wir können den King Tower aktivieren, wenn er schlau ist. Macht er nicht. Okay, sehr gut. Ist eine gute Ausgangslage, aber wir haben jetzt natürlich jetzt nicht den besten Frost gerade gebracht. Wir müssen auch vor allem echt aufpassen gegen ihn. Genau das meine ich halt. Ja. Das passt aber. Ja, die Holzfäller schalten sich halt fast gegenseitig komplett aus, ne? Er bringt keinen Frost gut getimed. Das können wir direkt unseren eigenen Loon bringen. In den Wutzauber rein. Und er wird jetzt ein fettes Problem kriegen. Er muss nämlich eigentlich fast beides steffen. Er bringt eigentlich einen guten Inferno und wir werden einen safe Hit rauskriegen. Vielleicht sogar zwei mit dem Loon-Buff? Nee, nein. Passt. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Wir sollten weiterhin einfach schauen, dass wir angemessen defensiv auch bleiben. Ja, der entferntere Fokus ist leider nicht richtig, aber ist nicht schlimm normalerweise. Ich würde es eher Nado bringen, weil es günstiger ist. Okay, Loon rein. Was will er jetzt machen? Er muss auf beiden Seiten jetzt steffen. Wir achten aber eher auf die... Wir achten auf beide Seiten einfach. Wir forsten es hier. Let's go. Was will er jetzt machen? Was will er jetzt machen? Er kann nichts machen. Auf beiden Seiten. Sehr geil. Nächster Win. Einfach reingehen jetzt. Ich habe auch Twitch, ja. Da heiße ich Jonas. 15-0. 5000 Gold oder 85 Karten. Weiter geht's. E-Giant, wir gehen rein. Let's go. Wir müssen direkt reingehen. Ja, nicht der beste Cycle, ne? Aber was soll man machen? Da war ein paar Steven. Sie müssen auf jeden Fall gleich irgendwie deffen, ne? Er failed, let's go. Das ist halt so wichtig, ne? Das ist jetzt wichtig. So. Jetzt müssen wir den Fernschritt so nach außen bringen. Das ist ganz wichtig jetzt. Und jetzt frosten wir. Er hat ein Lightning, das ist Verzweiflung. Bringen wir einfach noch einen Holzfiller. Jetzt warten wir kurz. Aber es hat ja auch kein Lightning mehr, by the way. Wir haben ihn so obs genommen. Er hat vor allem eigentlich noch einen Lightning. Er kontert uns doch eigentlich übel, oder? Da bin ich vielleicht lost. Da ist auch noch ein Bowler rein. Wahnsinn, das ist ja so. Dass er den Loon, den Dings gefailed hat, wie heißt er? Den Nado, das war ja so wichtig. Müssen wir direkt wieder reingehen. Den haben wir so hops genommen. Übel geil, posten wir direkt. Easy. Das war ein sehr schönes Spiel. Da gibt es sogar noch einen Nado, würde ich sagen, mal schnell. Falls noch irgendwas reinklemme. Alter. Da sehen wir noch den schnelleren Loon-Hit, ne? Krass, Rita. Kriegt er öfters noch einen mehr raus. Wir haben 6 Siege, 250 Karten, 6000 Gold sicher. Das ist echt gut. Da geht aber noch mehr. Mit dem nächsten Sieg 1000.
400 Gold und auch 80 Karten mit einem Schlag dazu. Also ich verstehe schon klar, dass ihr mir helfen wollt und so, aber ich glaube, ihr versteht auch mich vielleicht, ne? Das ist, glaube ich, Friedhof mit Valkyrie-Babytra. Das kann eine Menge sein. Ich glaube, am ehesten denke ich jetzt gerade an Friedhof. Ha, den Ferntreffer zieht noch rüber. Bester Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können jetzt eigentlich gut reingehen. Doch ein Bowler, Kacke. Das ist natürlich nicht so optimal. Yes! Perfekt getimed, Leute. Der Frost hilft noch nicht viel. Er muss auch noch im Nado bringen und schreibt, ups, der Arme. Und der Inferno-Drache geht komplett crazy hier. Oh, Junge. Wir machen jetzt einen ganz komischen Play. Wir lassen den Loon tanken und bringen da Bahnfass nach. Wir müssen. Ach, kacke. Das war echt ein sehr komischer Play. Ja, das war nicht smart. Ich wollte eigentlich, dass er Nado bringen muss. Das war. Bin ich ehrlich, das war echt kacke. Wir kriegen zwar zwei Hits ab, aber das war ja überhaupt nichts. Ja, das war überhaupt nicht gut gerade von mir. Ich hab nicht dran gedacht, dass er noch irgendwas gegen Luft haben könnte. Das war eigentlich obvious. Das war mega bad. Shit. Ja, komm, Holzfäller muss eigentlich sein, auch wenn's weh tut. Das ist übel der komische Freeze gewesen. Ja, WTF. Was war das denn für ein Freeze, bitte? Okay, er hat keine Freeze mehr. Wir gehen rein, safe. Was will er jetzt machen? Er wird auch einen Nado haben, safe, aber. Ja. Der Entferner muss jetzt auf jeden Fall seinen Job bitte erledigen. Ja, Disconnect, perfekt. Okay, wir waren kurz disconnected, Leute, sorry. Aber wir sollten jetzt auf jeden Fall back sein. So, Friedhof, und da haben wir ihn erwischt. Sehr geil, das ist halt ganz wichtig. Das gewinnt uns gerade eigentlich sogar das Spiel, würde ich behaupten. Das ist so wichtig für uns gewesen gerade. Ich weiß es nicht, geil. So, jetzt gibt es noch einen Entferner hier, würde ich sagen. Ziehen wir einmal zusammen, würde ich sagen. Da gibt es den nächsten Elektro-Waffen. Posten wir. Ah, RIP. Egal. Jetzt können wir reingehen. Jetzt warten wir ab und bringen Luna. Okay. Der Entferner muss das jetzt machen, bitte. Der Entferner muss das jetzt machen. Jetzt Nado. Jawoll! Der Nado hat so hart reingehauen. Ich fasse es nicht. Er schreibt gutes Spiel. Es könnte. Doch, es war's. Auch der Todesschaden nochmal. Posten wir nochmal. Let's go. Das ist safe, der Win. Das haben wir. Wichtig. Und das trotz Disconnect. 7:0 stehen wir. 330 Karten. Ja, wir hätten mit dem Nado vielleicht abwarten sollen. Jetzt aber egal. Haben wir auch noch eingefroren. Sehr gut. Ich habe jetzt eine Chance über. Ich bin gerade so konzentriert, ihr merkt es gerade. Der war am Turm dran. Sehr gut, wichtig. Ich glaube, wir gewinnen jetzt. Oh mein Gott. Nein! GG an ihn, schade. Ah. 7-1. Okay. Komm, machen wir mal was. Das waren drei Elixier, da kann man schon mal was einsetzen. Wir gehen einfach mal rein, komm, warum nicht. Okay, wieder weiter. Ja, das Picklitz über. Perfekt. Ärgert mich ein bisschen, hätte ich früher timen können, aber ist nicht so schlimm. Passt, okay. Oh, er hat noch die Fähigkeit gezündet. Habt ihr das gesehen? Er hat, glaube ich, noch die Fähigkeit gezündet. Das wäre ganz wichtig. Also er hat eine Luftpost, das müssen wir uns merken. Aber King Tower ist einer, spielt Widerreiterin, so wie es aussieht. Das können wir uns hier auch entspannten Fußballbahnfass leisten. Perfekt. Ich will einfach abwarten. Ah, er hat eine Widerreiterin defensiv noch. Stimmt. Oh, stimmt. Widerreiterin ist ja gut gegen Ballon. Yo, wahrscheinlich spielt er Lightning, Alter. Was ist das denn? Hat noch übel gefailt. Perfekt. Das ist sehr gut für uns. Es gibt uns eine gute Möglichkeit für einen Holzfiller. Den wir direkt reinkommen. Oh, der überlebt noch. Der ist am Turm. Oh mein Gott. Wo bleibt denn die Widerreiterin? Er pennt komplett. Was ist das denn? Let's go. Das haben wir so gut wie gewonnen jetzt. Oh, er hat wieder gepennt. Alter, ich weiß es nicht, Frost. Er hat einfach verpennt, die Fähigkeit zu zünden. Ja, gut, auch ein bisschen Lack mit dem Gegner, muss man sagen. Der war nicht gut. Also, ich glaube, das hat jeder gesehen. Er hat die Widerreiterin nicht eingesetzt. Er hat seinen Lightning daneben gehauen. Ja, er hat auch die Fähigkeit am Ende nicht gezündet. Wir stehen 8:1 in der großen Herausforderung. Jeder Sieg gibt uns mehr Karten. Auf geht's. Ich meine, Mega Manion ist draußen, ist schon ein guter Konter. Und das können wir auch ignorieren auf der anderen Seite, deswegen, wisst ihr. Ja, ausgerechnet noch ein Ivo ist kacke. Das war ein Hit trotzdem. Aber das war jetzt halt wieder eher der Nerf, ne, vom Ballon. So, der Bowler. Ja, passt. Nice. Ich hoffe, er zappt den noch. Das wäre entspannt.
Wobei ein Sepp hätte es sogar lohnen können für ihn, weil, ja, weil es gar nicht optimal gespielt war. Wir hörten Frosten, das wäre zu aggressiv. Machen wir nicht. Wir warten einfach ab, wir sind eh besser in der Doppelten. Passt. E-Drache hinten. Das passt, Leute. Doppel. Wir sollten ein gutes Matchup haben. Wir haben nur ein Problem wegen den Prinzen vor allem. Wenn der Elektro-Drache aus dem Cycle ist, dann haben wir da echt Probleme, wenn er rein charged die ganze Zeit. Ah, was? Wir haben verloren. Hä, wie? Was? Ich weiß auch nicht, was ich hätte machen sollen. Das ist irgendwie übel. Hä? Ich habe eigentlich direkt. Ich hab halt einen Ticken zu spät eingefroren, ne? Wenn der überlebt hätte, hätte ich gewonnen gehabt. Ich weiß es nicht. Geht, okay. Wir haben so die verloren jetzt nach der Aktion. Ich war einfach der E-Drache gestorben ist. Der Frost natürlich übel kacke war. Ich muss eigentlich auf die Allein reingehen, das bringt ja gar nicht. Ja, keine Chance. TG hat da echt auch gut ausgespielt, aber was hätte ich machen sollen, hä? Dieser E-Drache, hä? Aber wir haben noch nicht verloren. Sekunde, wir haben noch nicht verloren. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist so dumm. Aber wir haben noch nicht verloren. Ich bin gerade ein bisschen zu vorherig auch. So, ein schlechter Sepp von ihm. Na gut, das ist natürlich jetzt hart. Guter Freeze, by the way, nochmal. Vielleicht. Ja. Ah, Mist. Und da war die Angriffsgeschwindigkeit von Lunitz ein Nachteil auf jeden Fall, weil da hatten wir zweimal einen Hit rausgekriegt. Kacke, dieser Frost hat mich gerade so gebrochen. Wir hatten einen guten Vorteil. Wir hatten auch einen. Hatten wir Elixiervorsprung? Ne, er hat einen Elixiervorsprung gehabt. Eigentlich nichts falsch gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Der Nado auch. Ja, der eine Hit. Dieses eine Hit von Mega Mini hat uns das komplette Spiel gekostet. 8-2. Ich hoffe, wir sind noch nicht raus, aber. Oh, wahrscheinlich hat er ein Lightning, ne? Das ist wieder belastend. Brauchen wir noch was? Ich glaube nicht. Wenn er nichts macht, dann haben wir, glaube ich, das Verteidigte, oder? Wieder weit drin, normalerweise. Ist kacke für uns wegen dem Lightning. Ja, das ist wirklich nicht geil. Sag ich, wie es ist. Ach, komm. Ich muss den Bowler bringen noch. Ja, die nehme ich aber auch auf dem Level Hops, ne? Wir müssen jetzt mit Loon reingehen. Der hat keine Widerreiter noch mehr im Cycle. Das ist gut. Vielleicht haben wir jetzt sogar eine Chance, weil ich schon sehr, sehr offensiv finde. Aber das wird's. Netter Dieter halt auch echt, bitte. Hat er jetzt überhaupt noch irgendwas? Der Loon, bitte! Wir müssen jetzt Schaden machen. Barbarenfass nur rein. Das war, glaube ich, zu viel, egal. Das war zu viel, ja. Das war nicht. Das Mist. Das Barbarenfass war wieder so dumm. Mist! Barbarenfass war wieder so unnötig. Das war eigentlich gut für uns, das Barbarenfass. Passt nicht. Ja, ich wusste, dass die Fähigkeit kommt, aber es hilft nichts. Der muss weg. Er hat Widerreiterin Queen, das ist nicht schön. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich einen großen Push auf Bonn. Er hat leider ein Lightning, ne? Ich geh jetzt einfach rein und ignoriere das. Ja, die soll ich nicht komplett anhalten, ne? Der ist gestorben. Ich glaube, die Widerreiterin hat hoffentlich. Oh, bitte. Komm, bitte. Hör auf, den Loon anzugreifen. Oh mein Gott, okay, wir haben noch echt eine Chance zu gewinnen, Leute. Ich will es auch so nicht ausscheiden. Das ist wichtig. Nicht vergessen, das Lightning, das ist nicht so geil für uns. Da müssen wir echt vorsichtig sein, dass wir nicht so viel geil reden. Ich weiß auch echt nicht, was ich machen soll, ne? Das ist schwierig, ne? Was? Wobei, es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, doch, die kommt zurück, ich kotze. Wahrscheinlich kommt die zurück, Alter. Wir können reingehen, Sekunde, wir können reingehen, was macht er da? Wir können echt reingehen. Der Gegner fällt gerade. Das war richtig. Von gleich ein Frost, so schnell es geht. Comeback! Let's go, was war das denn? Geil! Ey, echt Glück gehabt, weil das Matchup ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut für ihn. Wegen Widerreiterin, Queen und Lightning vor allem. Und noch ein Schneeball gegen Loon. Also eigentlich hätten wir auch gar nicht den Turm kriegen dürfen. 5 Hardkarten haben wir safe, das ist wirklich gut. Das ist halt wirklich wegen dem Matchup in erster Linie. Ja, und das Level, was eine Pro halt ausmacht, ist, dass er halt immer ganz konstant spielt und eine ganze Reihe an Decks kann. Oh mein Gott, let's go. Das ist wichtig gewesen. Und die Queen nicht. Ist eigentlich auch teuer natürlich für uns, aber. Ah, er hat keinen großen Spell. Er hat keinen großen Spell dafür. Stimmt, er hat nur ein Erdbeben. Er hat übrigens einen Luftpost. Er kann gerne Hawk setzen. Ich bin dabei. Schade. Soll er machen? Soll er machen? Wir machen eine Full-Life-E-Dragon und einen Bowl auf der anderen Seite. Let's go. Jetzt hört auf die linke Seite vor allem auf. Er ist sauer. Ich habe mich jetzt für die rechte Seite entschieden, weil wir da den Turm schon low haben. Bombenturm. Ich spiele normalerweise mit Kanone, die Leute. Ich spiele mit Bombenturm. Ich kotze. Ja, geil. Ein Elixier minus auch. Ich hätte noch freezen können, aber ja. Wir kriegen natürlich einen Death Damage, aber wir haben auch den Ritterschaden kassiert. War es auf jeden Fall nicht wert. So, Mist. Ja, es war lost. Das war lost, war auch zu teuer. Wir müssen halt eigentlich wieder freezen, sobald wir können. Ja, was ist das denn jetzt von ihm? Toll. Ja gut, war der Nado gut? Treffe ich damit? Ja. Ja, der war nicht gut, der war nicht gut. Interessant, okay. Das ist gut für uns. Oh, der Schmerz! Was war da denn los? Gehirn einfach ausgefallen für einen Moment. Passiert. Oh, Jonas. Aua. Ja, das darf halt nicht passieren. Muss, glaube ich, auch nicht erzählen, dass es nicht passieren darf, ne? Ja,
Jetzt aber flawless, komm. Kurze Lags gehabt, aber ist flawless, ist flawless, ist flawless. Müssen wir da noch deffen. Ach, kacke, komm. Der Typ kann jetzt einfach Erdbeben und Logs zeigen, hat er gewonnen. Ich hasse es. Es ist so räudig mit Bombenturm, ist es so dumm für uns, wirklich. Ich kann jetzt natürlich frieren, aber es friesen, das bringt uns halt wenig. Wird einen Hit vielleicht sogar geben. Mann, der Nado-Fail war so dumm. Aber es ist auch echt, das war ein absolut unmögliches Matchup. Er hat einfach Bombenturm-Queen. Bombenturm hat zwei Hits aus vom Lohn. Er WMt noch, obwohl er Hardcounter hat. Er hat Bombenturm-Queen. Er kann in die Mitte kiten mit dem Bombenturm. Und er hält zwei Hits aus vom Lohn. Was soll ich machen? Bombenturm ist so heftig gegen Lohn. Ja, ärgert mich ein bisschen. Hier hatten wir einen Fail-Trend mit dem Tornado. Hier in dem Game hatten wir den Feuerball-Fail-Trend. Und hier, das war schwer, das war in Ordnung. Also insgesamt zwei kleine Fails drin gehabt. Sonst hätten wir schon, wir hätten schon mehr rausholen können. Aber 9 Siege ist nur. So, 9 Siege, 500 Karten haben wir damit gewonnen. Das ist in Ordnung. Einen Sieg hätte ich gerne mehr gehabt. Aber die Matchup. Also gerade dieses Queen-Bombenturm-Deck war halt so hardcore für uns. Und davor hatten wir Widerreiterin mit Lightning geschlagen. Leider keine legendäre. Dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wird gerne im Abspann vorbei. Dort müsste die Folge Minecraft verlinkt sein von meinem Let's Play-Kanal. Könnt ihr sehr gerne auschecken. Die habe ich hochgeladen. Da kommen jede Woche Let's Plays auf dem Kanal. Und haut rein, bis zum nächsten Video. Und ciao.